Erzähl mal, Mann, wie wichtig ist eigentlich das richtige BI-Tool und vor allen Dingen, wie finde ich raus, was das richtige BI-Tool ist? Also sehr wichtig, mal um vorneweg zu sagen, also das richtige BI-Tool, würde ich sagen, gibt es ja heute schon fast gar nicht mehr. Man müsste eigentlich von einem richtigen BI-Tool sprechen, weil die Tool-Landschaft ist so breit geworden, es so viele Redundanzen in diesen Produktwelten, dass ich ja, ein richtiges finden sollte. Welches ist das Richtige? Ich versuche mal einfach darzustellen. Ein richtiges ist definitiv das den Anwendungsfall oder die Anwendungsfälle auch wirklich ganz konkret und gut trifft. Dann ist ein richtiges eins, dessen die bestehende Infrastruktur passt, weil so ein grüne Wiese-Ansatz habe ich heutzutage gar nicht mehr. Und ich denke, heute kann man sagen, hätte ich vielleicht vor 5 Jahren noch anders gesagt, typischerweise kommt ein richtiges Produkt auch aus einer breiteren BI-Plattform, damit ich bei neuen Anforderungen kürzere Rüstzeiten habe, kürzere Projektlaufzeiten. Das muss nicht immer funktionieren, aber im Normalfall finde ich da überall Werkzeuge, die breite Anwendungsfälle abdecken, auch tatsächlich. Wie finde ich es? Ich könnte mich natürlich eindecken mit den Informationsmaterialien der Hersteller. Da werde ich aber typischerweise feststellen, dass jedes Werkzeug für alles passt und optimal ist. Mit den Problemstellungen, die Werkzeuge dann haben, werde ich mit hoher Sicherheit nicht konfrontiert werden. Okay, jetzt wissen wir zwar, was das richtige BI-Tool ist, wir wissen aber immer noch nicht so richtig, wie wir es denn finden. Ja. Hätten Sie denn so eine Empfehlung, wie man es, dass die richtige Ja. Auswahl treffen kann? Ja. Natürlich muss ich erstmal die Menge reduzieren auf Basis von Informationen. Dann muss ich es mir anschauen, klar. Und last but not least, aber ganz, ganz wichtig in meinen Augen, ich muss alle Beteiligten an einen Tisch holen, um dann diese Auswahl auch wirklich zu betreiben. Kann ich gerne mal ein konkretes Beispiel nennen. Kunde von uns, ein Handelsunternehmen, hatte einen warmen Blumenstrauß an BI-Produkten im Unternehmen gekauft. Sie hat eigentlich weniger die Produkte gekauft, sondern andere Unternehmen gekauft, die dann wieder die Produkte hatten, was ja kein unüblicher Fall ist heutzutage. Und hat sich dann sinnvollerweise irgendwann mal dazu entschieden, diese gesamte Landschaft zu harmonisieren und zu konsolidieren, insbesondere auch aus Kostengründen, und haben dann einen sehr technischen Ansatz gewählt. Die IT hat dann gesagt, alles klar, welche Produkte haben wir, wo gibt es da Redundanzen, haben sich dann auch für einen Hersteller letztendlich entschieden und haben dann eine Migration durchgeführt, respektive durchführen wollen. Die Fachbereiche waren nicht integriert, die bisher ja dann dementsprechend auch mit anderen Werkzeugen gearbeitet hatten. Sie können sich vorstellen, auf was für eine Gegenliebe das gestoßen ist bei den Anwendern, denen plötzlich ihre Tools weggenommen werden sollten. Wir haben dann gemeinsam ein bisschen anderen Ansatz gewählt. Wir haben uns mit den Fachbereichen zusammengesetzt und haben diese Werkzeuge weniger aus einer technologischen, mehr aus einer fachlichen Anwendungssicht betrachtet. Was für einen aktuellen und strategischen Nutzen haben diese Werkzeuge im Unternehmen gehabt und haben dann gemeinsam mit den Fachbereichen und der IT, allen zusammen, entschieden, welche Produktwelt deckt das alles ab. Haben da auch eine sehr schöne gefunden und haben dann, was auch sehr wichtig ist, gemeinsam eine Migrationsstrategie festgelegt und die auch umgesetzt. Das Unternehmen hat heute tatsächlich nur noch einen Hersteller im Haus, wenn wir mal von zwei kleineren Spezialanwendungsfällen absehen, und arbeitet mit dieser Produktwelt sehr erfolgreich, auch in den Fachbereichen. Und sie haben sogar noch einen kleinen Zusatznutzen gefunden im Rahmen der Evaluierung. Wurde festgestellt, wir sind auch komplett webfähig mit der Produktwelt und haben uns zeitgleich das Unternehmen sogar auch noch komplett über das gesamte Reporting webfähig gemacht. Hätten Sie konkrete Empfehlungen für Unternehmen, die gerade vor der Herausforderung des Tool-Auswahlprozesses stehen? Ja, also ich denke, ganz klar, holen Sie alle Beteiligten an einen Tisch. Zum einen die Fachbereiche, die nachher mit dem Werkzeug arbeiten müssen, dann die IT, die das Projekt umsetzt und nachher auch das System betreiben muss, typischerweise. Und der Einkauf, der dann auch nochmal die Kostenbrille natürlich aufhat, also die müssen alle an einen Tisch und das muss betrachtet werden. Dann als zweites, holen sich das, was Sie dann letztendlich in der sehr engen Auswahl haben, holen sich die Werkzeuge ins Haus und schauen Sie sich vor Ort in Ihrem eigenen Kontext an, machen Sie einen Proof of Concept, ganz, ganz wichtig. Und last but not least, konzentrieren Sie sich auf Werkzeuge, die aus einer Plattform, aus einer BI-Plattform kommen. Da sind Sie nachher bei Folgeanforderungen durchaus sehr wesentlich schneller, um dann mit neuen Anforderungen, mit neuen Teilen dieser Plattform umgehen zu können. Vielen Dank für Ihre Empfehlung. Komplexer und schwieriger Prozess, aber auf jeden Fall wichtig für den Erfolg des Projektes. Danke.